Hallo und herzlich willkommen zu Folge 40, dürfen wir jetzt schon sein. In der letzten Folge haben wir mit Asran da gesprochen und jetzt ist Jene mehr dran. Und es wird noch viel schneller. Hallo? Willst du nicht mit mir reden? Er erzählt alles. Ah, okay. Ach du Scheiße, ich erzähle einiges. Der erzähle ich gar nichts mehr. Ich sehe, scheint es dir wieder gut zu gehen. Und, noch irgendwelche Nachwirkungen vom schwarzen Schlaf? Worum soll ich mich denn noch? Nur einen leichten Schädelbrummen. Also wenn ich gestern zu tief ins Glas geblickt hätte. Ansonsten geht's mir gut. Dank deiner und Asrandas Hilfe. Das weiß doch inzwischen jeder. Aber genug von mir geredet. Wie ich aus deinem Gespräch mit Asrand damit hören konnte, haben wir es mit einem sehr mächtigen Gegner zu tun. Die Lage ist somit noch viel schlimmer, als wir befürchtet haben. Als erstes benötigen wir hier Waffen. Und das möglichst schnell. Mit unseren Sensen und Knüppeln können wir nichts ausrichten, falls es zu einem Kampf kommen sollte. Torgen, der Schmied, soll uns vernünftige Waffen schmieden, und zwar im Eiltempo. Hast du inzwischen die Stahllieferung für ihn finden können? Ja, ich hab sie hier. Sehr schön, dann begib dich sofort zu ihm. Er hat 2 Tage Zeit, uns so viele Waffen wie möglich zu schmieden. Wenn er damit fertig ist, bringst du uns die Waffen hierher. Und sieh nach, was mit dem Butlern ist. Sollte der Schwarze Magier die Wahrheit gesagt haben, was diese Butler betrifft, wirst du dich auch um dieses Problem kümmern müssen. Euer Teleporter funktioniert übrigens wieder. Gut gemacht, allerdings hoffe ich, dass wir ihn nie brauchen werden. Heimlich mal einfach so, weil du es kannst. Klar, danke. So, das heißt, wir haben jetzt Aufrüstung als Quest, verbunden mit Torgens Rohstahl. Das Attentat ist noch nicht rum, Schuld und Sühne. Okay, nachdem ich in der Mine war, wieder zu Asrander. Das wird sich auch von alleine klären. Geschenke werden wir jetzt auch irgendwie klären. Die vermissten Lieferungen kommen noch. Da wird sich das alles mehr oder weniger auflösen. Nun gut, dann gehen wir erstmal wieder zur Mine. Bei Nacht, aber hey. Egal. Hast du irgendwas zu melden? Nee, warum auch? Ich kann mir auch noch Ferodas melden. Dass es jenem wieder gut geht, ne, weil im Prinzip hatte der ja auch seine Finger damit im Spiel. Der hat uns ja mehr oder weniger zum Asrantar verwiesen. Hat er gesagt, wir sollen, also beziehungsweise, weil er ja eine Fleischwanse war, mussten wir auch zu Asrantar. So, jetzt hat sich das alles wieder geklärt, hoffe ich mal. Dann kahren wir uns mal zu Ferodas und gehen den normalen Weg in die Mine. So, hier ist der Himmel wieder schön grün. Jetzt ist er wieder normal. Wird wahrscheinlich einfach nur schimmelig sein da hinten. Okay. Jetzt müssen wir uns mehr oder weniger erstmal an die Hauptquests halten. Gerade weil es auch keine Nebenquests zu tun gibt momentan. Ich muss sagen, bis jetzt, was mir bei Soterra aufgefallen ist, das Programm ist recht straff, ja. Viele Hauptquests, die sich oft in mehrere aufsplitten und dann wieder zusammenführen. Aber ich finde es bis jetzt richtig gut gemacht. Also wirklich, es gefällt mir sehr gut. Ja? Es ist straffer und durchdachter als so manch andere Mod, die ich schon gespielt habe. Aber ihr hört mal wieder die Jungs aus der Mine. Ah. Wieder fit. Oder interessiert es euch gar nicht? Das ist wieder gut. Ich bin jetzt sowieso nicht der unwichtige Laufbursche. Dann gehe ich jetzt zu den Leuten, die mir Beachtung schenken. Zu meinen Freunden in der Mine. Die wissen, wie es mir geht. Ich konnte es nachvollziehen, in einem Loch zu sitzen. Auch wenn meins eher mentaler Herkunft ist. Und die sitzen halt, naja, wirklich in einem Loch. Na gut, dann schauen wir mal in der Mine vorbei. Ab zu Torgen und Co. Die haben immer ein kurzes Standbild. Aber keine Ahnung wieso. Das ist mir aber schon öfter aufgefallen. Ich muss hier irgendwas laden. Na, sei Dank, du kommst gerade recht. Rodan wird mir den Hals umdrehen, wenn er den Schlamassel hier sieht. Das beruhigt dich erstmal. Was ist denn überhaupt los? Und bitte der Reihe nach. Umso schneller bin ich im Bilde. Ja, sicher. Also kurz nachdem du hier weg warst, ist Rodan nach Tarenis aufgebrochen und hat mir das Kommando übertragen, ne? Ja, solange, soweit so gut. Aber stell dir das mal vor, jetzt bin ich hier der Kommandant. Mein erstes... Ich gratuliere, der brennt. Aber was war sicher nicht, das war sicher nicht, dass du es mir erzählen wolltest. Entschuldigung, nein. Es lief auch alles wunderbar, bis auf einmal ein Haufen Butler vor mir stand. Sie hielten ihre Spitzhacken schlagbereit und zwangen mich, die Tür zu öffnen. Es waren bestimmt ein Dutzend Männer. Ihre Übermacht war einfach zu groß, ich hätte mich nicht widersetzen können. So musste ich sie notgedrungen freilassen. Nachdem die meisten Butler damit fort waren, haben die restlichen Butler ihre Arbeit ebenfalls eingestellt.
Sie würden keinen Sinn darin sehen, weiterzuarbeiten, haben sie gesagt. Die paar Butler würden eh nicht ausreichen, um genug Erz zu fördern. Also könnten sie genauso gut ihre Zeit anderen Dingen widmen. Das bedeutet, zurzeit steht die Erzproduktion komplett still. Und wenn Rodan das spitz kriegt, darf ich die nächsten 2 Jahre Latrinen putzen. Ich habe mich so auf mein erstes Kommando gefreut, aber so wie es aussieht, war es auch mein letztes. Müsst ihr mir helfen, bitte, ich flehe dich an. Ja, ist ja schon gut, natürlich helfe ich dir. Und keine Bange, wir kriegen das schon hin. Also lass uns mit den Buttern anfangen, die verschwunden sind. Hast du eine Ahnung, wo sie hin sind? Nicht nur eine Ahnung, ich kann dir sogar genau sagen, wo die sind. Nachdem ich ihnen die Tür geöffnet hatte, dachte ich, sie würden aus der Mine stürmen, aber dem war gar nicht so. Merkwürdigerweise sind sie in den ehemals verschlossenen Minenteil verschwunden. Das war so vor 2-3 Tagen. Da konnten wir von dort grauenhafte, wahrlich furchterregende Schreie hören, es war kaum auszuhalten. Bis gestern Nacht, da brachen die Schreie ab, seitdem konnte ich nichts mehr hören. Kein Schrei, kein Geräusch, aber da reingehen, um nachzusehen, werde ich bestimmt nicht. Die Bezahlung bei der Miliz ist zwar nicht schlecht, aber so gut dann auch wieder nicht. Hab schon verstanden, ich werde selber nachsehen. Was ist mit den Butlern hier in der Mine? Pierce und Carlock scheinen jetzt so etwas wie ihre Wortführer zu sein. Ich würde zuerst mit den beiden reden, vielleicht kannst du die ja umstimmen schon mal. Ups, ich habe was übersprungen, Entschuldigung. Aber bring sie nicht um, ich habe so schon genug Stress. Ich rede mit den beiden. Irgendwie werden wir das Problem schon lösen. Schließlich hatte ich Rodan gewarnt, was die Butler und diese Ruhen betrifft. Also steht er ebenfalls in der Verantwortung. Aber Schuldzuweisung bringt uns nicht weiter. Ich werde erst einmal nach den verschwundenen Butlern sehen. So, und wo sind die? Da hinten beim Belia-Teil oder was? Verarsch mich doch nicht. Da drin oder was? Die Butler sind verschwunden. Ich sollte das schleunigst ändern. Okay. Jetzt hier rein. Ich hab so. Aha, hallo! Aua! Der ist so ein bisschen unbesiegbar, ne? Okay, der nimmt mich nur aus. Vielleicht hätte ich ihn gar nicht angreifen müssen. Oder? Jetzt nicht erschrecken! Ah! Verdammt, was kommt jetzt da? Das kommt jetzt aber ein bisschen spät. Immer noch besser, als wenn du uns sofort angegriffen hättest. Ja, Stehst du deshalb hier, um andere zu warnen? Ja. Wo sind die anderen Butler? Weiter hinten. Und sie lauschen bereits der Stimme ihres Meisters. Das will ich mir ansehen. Und deinen Wachdienst kannst du dir sparen. Die Jungs aus der Mine haben tagelang eure Schreie mit angehört und ziemlich die Hosen voll. Von denen lässt sich hier bestimmt niemand blicken. Dann lass uns zu den anderen gehen. Geht's lauf, ich nehme Skelette. Also die wurden alle in Skelette verwandelt. Oder anderen Monstren. Was ja irgendwie zu erwarten war. Ah, morgen Männer. Bisschen abgemagert seht ihr aus. Solange du uns nicht angreifst, hast du nichts zu befürchten. Ja, das habe ich gemerkt. Ist ja ganz schön Armee, hey. Was ist mit euch geschehen? Waren das diese Runen? Ja, und die anderen sind bereits vollständig verwandelt. Warum du noch nicht? Weil ich einen sehr tiefen Schlaf habe. Du erinnerst dich doch noch daran, dass es schon einen Versuch gab, dass einer der Butler dem anderen seine Rune klauen wollte. Ja und? Wie ich schon sagte, ich habe einen sehr tiefen Schlaf und dazu noch die paar Biere, da schlafe ich wie ein Stein. Ich hatte Angst, dass einer der anderen Butler mir die Rune im Schlaf stehlen könnte und daher habe ich die Rune jeden Abend, bevor ich ins Bett ging, am Strand versteckt. Es war nicht einfach, da ich immer so ein komisches Gefühl von Verlust spürte. Und diese Zeit war ich aber bereits schon so abgefüllt, dass ich das gar nicht mehr so richtig wahrgenommen habe. Morgens war ich dann aber der Erste, der wach war. Und natürlich war das Erste, was ich gemacht habe, mir die Rune wiederzuholen. Ich schätze mal, die paar Stunden weniger, die ich der Rune ausgesetzt war, haben dazu geführt, dass bei mir im Gegensatz zu den anderen die Verwandlung noch nicht abgeschlossen ist. Was passiert, wenn deine Verwandlung abgeschlossen ist? Ich kann die Stimme meines Meisters noch nicht richtig klar vernehmen. Doch höre ich bereits einzelne Worte wie Tötet, Arbeiter und Mine. Und was soll ich also tun? Wir wurden durch Magie verwandelt. Vielleicht kann uns Magie auch wieder zurückverwandeln. Das ist unsere letzte Chance. Du solltest einen Magier finden.
oder fragen, ob man diesen Fluch der Runen wieder aufheben kann. Falls nicht, sind wir verloren. Solltest du scheitern, komm nicht wieder her. Denn die anderen Buddler werden dann bereits tot sein. Und du wärst vermutlich der Nächste. Zum Strand ist es aber ein langer Weg, besonders wenn du betrunken warst. Im Gegenteil, wenn man den Schlüssel für die Tür zum Strand hat, ist er sogar sehr kurz. Sogar wenn man voll wie ein Eimer ist. Wenn ich euch helfen soll, wäre es nicht schlecht, wenn du mir deinen Schlüssel für die Tür zum Strand geben würdest. Umso schneller bin ich wieder zurück. Das ist wahr. Ja, hast du den Schlüssel. Wie viel Zeit uns noch bis zu meiner Verwandlung bleibt, kann ich dir ja nicht sagen. Aber es wird wohl noch einige Tage dauern, dank meiner allabendlichen Versteckaktion. Hey. Trotzdem werde ich das Gittertor hier vorne wieder verschließen. Das wird wohl das Sicherste für alle Beteiligten sein. Au. Danke fürs Umhauen. Och nee, das ist das komische Geräusch schon wieder. Könntest du jetzt mal langsam aufstehen, mein Freund? So, keine Ahnung, warum die mich hier umgeboxt haben. Haben die mir irgendwas jetzt geklaut? Ey, Freund. Freund. Tut mir leid, also das lässt mir jetzt nicht gefallen. Ich habe auch keinen Bock neu zu laden, deswegen. Gib mir mein Geld wieder her. Ich hatte 4000. Eigentlich hatte ich keine 4000. Aber ich kann noch ein paar einfach. Warum habe ich jetzt 4800 Gold? Hey, du. Die anderen sprechen nicht mit mir. Ist doch keiner von denen. Ich hoffe, das war jetzt nicht irgendwie verkackt, was ich gemacht habe. Deswegen ist einfach keinen Bock neu zu laden. Deswegen behalte ich das Geld jetzt einfach mal. Ich kann notfalls, aua, mein Ohr, 1000 oder 2000 weglegen, weil ich irgendwie. Halt, 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 halt. Lebo, du bist du Kackvieh. Jetzt ruhig mal kurz auf 8, ne? Das ist ja wohl fair. Oh nein, da ist ein giftiges Etwas. Eine Spinne Belias. Jungs, bleibt cool, ich kümmere mich drum. Alles cool, alles cool. Geh zurück, danke. Wie gesagt, war etwas ungeplant, das Ganze jetzt. Da sind Belias Spinnen. Und eigentlich wollte ich, Haut ab. Das ist ein Miniatur-Minecrawler. Wie gesagt, ich wollte jetzt einfach nicht neu laden, deswegen habe ich jetzt einfach mal kurz den alten Trick gemacht und mir das Geld wieder geholt. Ich hoffe, ich habe aber jetzt nichts verkorkst. Wie ging denn das Gitter hier zu? War doch irgendwo ein Knopf, ne? Ist übrigens gerade arschdunkel, aber wie gesagt, ich glaube, das war ein bisschen zu viel Geld. Ansonsten werde ich einfach das Geld zurücklegen. Also in irgendeine Truhe halt und es uns nicht benutzen. Oh, macht's gut, Männer. Bleibt da drin. Leider sind die Spinnen Belias. Und jetzt kümmern wir uns um die anderen. Das wäre sonst viel zu viel, was uns verloren gegangen wäre. Hallo, geht die Tür nicht auf? Ach. Zodele. Jo, was die anderen angeht, ne, die sind untot. Was? Ja, ja, so ist es. Ach du heilige, was ist denn das? Ich häng hier fest, ich raste noch aus. Ah, Gregier. Auf den Scheißen, wir kümmern uns erstmal um das Rohstahlgedöns, damit das mal aus der Welt geschafft ist. Auf jeden Fall, die ganzen Butler, die der Rune verfallen sind, haben sie jetzt in Skelette verwandelt. Bis auf Liam, bei dem ist noch nicht ganz so schlimm, der ist noch nicht seelenlos, der ist nur körperlos oder fleischlos. Aber da oben zu schlafen ist ja auch recht angenehm. Der konnte uns deswegen etwas aufklären. Ihr nehmt, schickt mich. Das Dorf braucht dringend vernünftige Waffen. Wie soll ich neue Waffen und Rohstahl liefern? Oder hast du endlich mal Lieferung dabei? Habe ich schon seit Wochen, du Spasti. Ihr nehmt, sagt, du sollst in den nächsten 2 Tagen so viele Waffen wie möglich schmieden. Kriegst du das hin? Das ganze Dorf, nun, ich werde es versuchen. 2 Tage sind nicht gerade viel Zeit, um das Dorf mit Waffen zu versorgen.
Dong, nicht versuchen. Mach es. Außerdem hast du doch noch Hanno zur Unterstützung, also wirst du das schon irgendwie schaffen. Nun gut, Hanno und ich werden die nächsten 2 Tage mal so richtig den Stahl erglühen lassen und wir werden rechtzeitig fertig sein. Mein Wort drauf. Das wollte ich hören. Danke, Torgen. Direkt nach die Arbeit, ne? Mitten in der Nacht. Ist die Kiste jetzt abgeschlossen? Dem scheint so. Kann ich den doch noch irgendwie jetzt ansprechen? Warte wegen mal. Irgendwas? Nee, ne? Okay, also die. Das war eine der Quests, wie ich vorhin gemeint hatte, die eben einfach unmittelbar mit der Hauptquest verbunden sind. In diesem Bett können wir nicht schlafen. Sondern nur in dem anderen. Jetzt müssen wir noch mit Karlock und Pierce sprechen, den anderen beiden, die noch übrig geblieben sind. Da hinten sitzt doch jemand. Die meisten, die jetzt aber natürlich noch hier drin sind, sind natürlich die, die wir, also die mal, die ehemals Banditen. Und halt so Trottel wie Hanno. Da kann Belia versuchen, was er will, die kriegt er nicht klein. So, ich möchte jetzt aber gerne. Nee, so bekloppt wollte ich auch nicht springen. In dieses Bett hier. So. Nächster Morgen. Eieiei. Ich möchte was sehen, Männer. Die Fackeln hier bringen nicht so viel in der Nacht. Aber gut, es ist halt einfach so, dass das hier unten keine eigene Welt ist. Ja, in der alten Mine in Gothic 1, das war ja eine eigene Welt. Aber da wurde es halt auch nicht wirklich dunkel. Hey, du. Aber da das hier einfach nur ein bisschen unter der Oberfläche ist, wird es halt hier drin noch Nacht, wenn man so will. So wie man auch jetzt hier sieht, ne, Blitze unter Tage bemerkt man im Normalfall nicht. Hier eben schon. Gucken wir mal, wenn wir hier noch alles finden. Gehen wir kurz mal hoch, dann gehen wir wieder runter und öffnen da hinten die Tür. Jetzt häng ich hier fest, ich rast noch aus hier. Scheiße, du. So, hier sind ja echt noch ein paar. Hey. Sind das die, die keine Ruhen hatten, oder was? Ich glaube, ein paar von denen waren auch die. Hey, du. Die Banditen. Wir können nur abwarten. Also die hier, glaube ich, sogar alle, oder? Also Karlock nicht, der war ja den, den wir wieder zum Arbeiten gebracht haben. Der hat ja, glaube ich, aber sogar die Rune weggetan, ne? Warum arbeitet ihr nicht mehr? Das hätte ich dir vorher gesagt. Ey, der Typ, der mir geholfen hat, ist 20 Kilo weit. Auszunehmen. Komm, ey Leute, das ist er. Das ist sozusagen mein Heimtrainer. Der ist auch ein Schluck. Ist euch schlecht gut. Nein, danke. Sag mir lieber, warum ihr nicht mehr arbeitet. Wo bist du denn? Entschuldigung. Die paar Buller reichen doch eh nicht. Sowieso nur nicht schaffen. Die können ja auch gleich feiern übergehen, oder nicht, oder was? Wo hast du überhaupt den ganzen Stoff her? Doch sicherlich nicht von Lennart. Achso, der Proviantdienster, nee. Von den abgehauenen Buddlern. Als ich weg war, habe ich gesehen, dass die alle ihren Buddlerwein haben liegen lassen. 12 Flaschen Leckerwein. Die müssen ja verrückt sein, das gute Zeug einfach so liegen zu lassen. Hör zu, Karlock, wenn ich damals deine Einstellung gehabt hätte, ein Buddler mehr oder weniger, darauf kommt es nicht an. Wärst du heute immer noch ein fetter Sack, habe ich nicht recht. Wohl, so ist es. Aber bin ich dir auch dankbar. Echt dankbar. Dann beweise es mir. Fangt wieder an zu arbeiten. Geht nicht, ich bin viel zu besoffen. Aber ich verspreche, morgen kann ich wieder klar denken. Dann drehen wir weiter. Lass doch meinen Heimtrainer im Stich. Das war keine große Sache. Okay. Also sonderlich hilfreich war es jetzt nicht, mein Guter. So, können wir jetzt hier irgendwie. Ich bin hängen geblieben. Ja, da wollte ich K drücken, um mich zu befreien. Das habe ich getan. Ich hänge unter der Erde fest. So schnell kann es gehen. Ich wollte eigentlich nur hier die Tür aufschließen. So, offen. Ist nur die Frage, sollen wir hier nochmal am Strand überhaupt irgendwas absuchen? Steht hier irgendwas bezüglich? Buddler werden durch die Rune in Diener Belias verwandelt. Pearson, Karlock sind die Anführer und Karlock ist voll wie ein Eimer.
erst morgen wieder mit ihm vernünftig sprechen können. Gut, dass wir gerade eben erst gepennt haben und es immer noch in der Nacht machen sollen. Naja, gut, das ist jetzt kein Weltuntergang. Pennen wir noch eine Runde. Ansonsten müssen wir noch zu Piers. So, aber steht jetzt nichts von dem Strand. Kann ja sein, dass der Liam noch die Rune da irgendwo hat liegen lassen, aber das glaube ich nicht, weil... Ich meine, ist er ja schon ein Skelett. Deswegen keine Ahnung. Wie lange wird er jetzt noch eingesperrt bleiben? So, ist hier noch irgendwer am Werkeln oder sind die jetzt alle nur da hinten in der Ecke? Ein paar stehen vorne am Grillspieß und Torgen ist der Einzige, der hier arbeitet. Sehe ich das richtig? Ich glaube ja. Mensch, faule Säcke überall. Nimm dich mal ein Beispiel an Torgen, der schafft noch. Speichern wir mal ab. Ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir dann weiter. Reden mit Piers, der entweder hier schläft. Nein, hier ist Nibor. Dann ist Piers wahrscheinlich an seinem halbbewährten Platz da hinten. Ja, da steht er auch schon. Hat er nicht irgendwie noch einen, der mit ihm arbeitet, oder ist der auch schon wieder weg? Der scheint nicht da zu sein. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge sprechen wir mit Piers, dann werden wir sehen, wie es hier weitergeht. Ah, der wird uns auch gleich schon ansprechen, wenn er uns sieht. Ah ja, wir stehen vor dir, genau. Aber du musst noch warten mit deinen Gesprächsoptionen. Übrigens, verdammt, jetzt habe ich was vergessen. Egal, wenn wir das nächste Mal im Dorf sind, werde ich die Lernpunkte in Stärke investieren, damit wir uns mal bald das edle Langschwert gönnen können. Ja, dann würde ich sagen, in diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge und kümmern uns hier weiter um die Belange der Butler und ehemaligen Butler. In diesem Sinne, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.